Der legendäre Entfesselungs- und Zauberkünstler Harry Houdini starb unter mysteriösen Umständen an Halloween 1926. Mit 52 Jahren war er noch immer für seine waghalsigen Stunts und als fittester Mensch der Welt bekannt. Offiziell jedoch starb er an einer plötzlichen Bauchfellentzündung, die durch einen Riss des Blinddarms ausgelöst wurde. Wodurch genau dieser Riss hervorgerufen wurde, ist nicht bekannt. Doch der Verdacht fiel auf einen Studenten der McGill-Universität namens Jocelyn Gordon Whitehead. Nur 9 Tage vor Halloween forderte Whitehead Houdini heraus, mehrere Schläge in die Magengrube zu überstehen. Ein Trick, den Houdini sehr oft vorführte. Doch diesmal sollte es das letzte Mal sein. Dennoch gab es keine Autopsie der Leiche und es wurde nie wirklich bewiesen, ob die tödliche Entzündung das Resultat von Whiteheads heftigen Schlägen war. Als dann Gerichtsmediziner im März 2007 ankündigten, Houdinis Überreste ausgraben zu wollen, waren die Motive klar. Sie wollten ein für alle Mal wissen, ob Harry Houdini ermordet wurde. Streng geheim heute mit der Frage, wer tötete Houdini? Der Verdacht, man habe Houdini ermordet, kam unmittelbar nach seinem Tod auf. Zeitungen spekulierten, ob etwas faul sei am vorzeitigen Ableben des Zauberers. Der Hauptverdächtige war selbstverständlich J. Gordon Whitehead. Das ist das einzige bekannte Foto von ihm, aufgenommen ca. 1950. Sein Biograf Don Bell beschreibt ihn als zurückgezogenen, vornehmen Mann, dessen Verbindung zu Houdini ein Rätsel bleibt. Was wir wissen ist, dass Whitehead einer von 3 McGill-Studenten war, die Houdinis Garderobe an diesem Abend besuchten. Sie trafen den Zauberer, nachdem er einen Vortrag an der McGill-Uni hielt über verlogene Spiritualisten und wie sie während ihrer Sitzungen betrügen. Die Zeugenaussagen seiner Mitstudenten besagen, Whitehead habe Houdinis Bauch mehrmals übertrieben stark geschlagen, während dieser gelegen habe und sich nicht auf den Angriff vorbereiten konnte. Doch in einem medizinischen Bericht von 2010 fand man, dass es keine eindeutige Verbindung gibt zwischen Gewalteinwirkungen wie den Schlägen und einem gerissenen Blinddarm. Außerdem stimmen die Zeugenaussagen von Houdinis Frau Bess und ihrer Nichte nicht überein. Es gibt also ausreichend Zweifel daran, dass Whitehead der Mann ist, der Houdini getötet hat. Wer könnte es sonst gewesen sein? Naja, es gab noch einen Verdächtigen im Fall, die spiritualistische Bewegung. Houdini hat einen großen Teil seiner Karriere damit verbracht, betrügerische Hellseher und Hexer bloßzustellen. Er nutzte sein Wissen als Zauberkünstler, um Spiritualismus so oft es ging zu widerlegen. Als Folge davon erhielt Houdini unzählige Todesdrohungen, so viele, dass er ihnen keine Beachtung mehr schenkte. Sogar Sir Arthur Conan Doyle, Autor von Sherlock Holmes und Verfechter der spiritualistischen Bewegung, sagte, Houdini würde sein gerechter Nachtisch noch ausgeteilt werden. Es ist vielleicht kein Zufall, dass Houdinis Vortrag an der McGill-Universität ausdrücklich gegen Spiritualismus war. Die Biografen William Kalush und Larry Sloman behaupten, Houdini wäre in Wahrheit von Spiritualisten ermordet worden, die entweder Whitehead engagierten, das Attentat auszuführen, oder die Gelegenheit nutzten, um Houdini im Krankenhaus zu vergiften. Es gibt jedoch keine Beweise für diese Thesen. Nichtsdestotrotz gibt es noch einen weiteren verdächtigen Aspekt an Houdinis Tod. Überraschenderweise geht es um seine Lebensversicherung. Da seine Kunst sehr gefährlich war, war er über $25.000 versichert. Sollte er jedoch bei einem Unfall ums Leben kommen, würde seine Witwe Bess $50.000 erhalten. Anfangs verneinten die Schadensermittler, dass Houdini vom Schlag in den Magen starb. Erst als Bess ihre eigene Untersuchung durchführte, bezahlte die Versicherung die kompletten $50.000. Ihre Ermittlung bezog die Zeugenaussagen mit ein, die Gordon Whitehead für den Tod verantwortlich machen. Verschwörungstheoretiker Dorothy Dittrich und Dick Brooks behaupten, Bess habe den Studenten jeweils $200 gezahlt. Laut Dittrich und Brooks ist die Geschichte, dass Houdini von einem Hieb in den Bauch starb, ein frei erfundenes Lügenmärchen seiner Witwe, um die doppelte Entschädigungssumme zu kassieren. Wenn das stimmt, ist die Tür weit geöffnet für Mutmaßungen über seinen Tod. Eine weitere, simplere Theorie ist, Houdinis Tod sei einfach das Resultat einer Blinddarmentzündung. Es ist weitgehend bekannt, dass Houdini, obwohl er in den letzten Wochen seines Lebens enorme Schmerzen hatte, ärztliche Behandlung ablehnte und trotzdem Vorführungen gab. Vielleicht realisierte er nicht, dass die Schmerzen von einer Entzündung kamen und dachte, es seien die Auswirkungen von Whiteheads starken Schlägen. Ohne Behandlung käme es zu einem Durchbruch des Darms und die darauffolgende Infektion tötete ihn. Die geplante Ausgrabung seines Leichnams fand nie statt, teils wegen rechtlicher Probleme.
Deshalb werden wir vielleicht nie erfahren, was Houdini tötete. Entzündungen, Gift oder Schläge. Und wie immer bleibt uns die Wahrheit verborgen. Welche Theorie findest du eigentlich am wahrscheinlichsten, Kompu? Also fest steht, dass er definitiv Feinde hatte. Was sagst du? Ich bin für die letzte Theorie. Da ich Arztkind bin, kenne ich Geschichten von Patienten, die trotz starker Schmerzen nicht ins Krankenhaus wollen, und dann stellt sich raus, dass sie was Ernstes hatten. Also was denkt ihr da draußen? Schreibt es unter das Video in die Akten.